Wir befinden uns jetzt an einer der schwierigsten Strecken im Rennkalender. Willkommen zum Klassiker, zum Formel 1 Qualifying in Monaco. Diese Strecke war schon immer etwas Besonderes und die Faszination steigert sich noch in dem Moment, wo die Startlichter ausgehen. In der Formel 1 passiert immer vieles in der ersten Kurve. Sie ist schwierig zu fahren, wenn man von anderen Fahrzeugen umgeben ist. Aber hier wird das Rennen weder gewonnen noch verloren. Man muss klug vorgehen, unbeschadet durchkommen und darauf hoffen, dass nur die anderen Probleme bekommen. Unbeschadet durchkommen. Du solltest ohne Probleme in die nächste Session kommen. Geh es also nicht zu hart an. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2016. Ja, unbeschadet durchkommen, auch durch dieses Qualifying, das ist mein persönliches Ziel. Und das wird jetzt schon nicht ohne werden. Wir haben drei Ultrasofts. Ich habe keinen Supersoft, egal wie wir es anstellen. Wir haben genug Reifensätze, die wir auch, ja, durchaus rannehmen dürfen auch. Das Problem wird sein, ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich richtig konzentrieren. Wer das freie Training gesehen hat, hat gesehen, ich habe im Reifenmanagement in Training 2, ja, den Wagen zerlegt. An einer Stelle, wo man da mit bei mir gar nicht rechnet eigentlich. Aber das kann auch jetzt im Qualifying ein schnelles Aus bedeuten. Deswegen werde ich ruhiger sein als sonst. Und das Rennen wird mir um einiges besser liegen. Denn am Anfang soll es regnen. Gut, Gripniveau steigt jetzt auch nochmal. Aber die fahren teilweise schon ihre 14er-Zeiten. Und das, da bin ich noch bei weitem nicht hingekommen. Im freien Training. Was mich halt so ein bisschen stört, sind auch so ein bisschen die Rückspiegel. Die verdecken die Sicht. Teilweise auf den Kurvenscheitel. Die Reifen, wie gesagt, kann ich halt hier hart rannehmen. Der McLaren, ein Top-Auto. Der wird mir auch hier wieder Konkurrenz bereiten. Allgemein wird dir jedes Auto Konkurrenz bereiten. Auch ein Manor haben wir auch im Training gesehen. Ja, ein Manor. Das zweitschlechteste Team. Auch das kann Probleme bereiten. Weil ich habe hier noch nicht so das ganz große Vertrauen ins Auto. Aber vielleicht ändert sich ja das jetzt hier mit diesem Qualifying-Abschnitt. Es ist komplett trocken. Das war die schwierigste Kurve. Mitunter auch Kurve 1. Aber Q2 ist das Minimum. Oh, schön viel Grip. Gut, den Motor, den müssen wir hier ausspielen. Qualifying Tempo haben wir gemacht bei Intermediates. Da war die Sache eindeutig 15. auf die Pole. Auto instabil, geht aber noch. Das geht gar nicht, Herr Renault. Habe ich nicht gesehen, der kam so plötzlich. War der zu sehen. Brandgefährlich war das. In seiner, ja, Outlap. Ricardo 6, Alonso 1,8, 14,8, 15,5. P2, du bist zur Zeit auf Platz 2. Also Alonso hat richtig Bock hier. Ist eine reine Fahrerstrecke. Und auch eine Autostrecke, klar. Mit dem Abtrieb, den er hat. In Monaco ist es meistens sinnvoll, zwei schnelle Runden zu fahren. Anstatt nur eine. Hoffentlich geht jetzt hier keiner rechts. Kann ich die Abstecker noch so fahren, wie ich sie gerne fahren möchte? Nämlich schneller. Traue mich nicht auf Vollgas zu fahren. Auch früh gebremst.
Hamilton 13,9. P4, Scuderia Teamkollege. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Scuderia Teamkollege. Tut uns leid, aber diese Information können wir okay. dir nicht geben. Fahrer vor mir. Alonso vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 14,8. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei okay. 15,0. Schnellste Runde insgesamt. Alles klar. McLaren ist das Ziel. In einem trockenen Qualifying. Wetterbericht. McLaren P5. Fahrer hinter mir. Ah, es sagt er natürlich nichts. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Scuderia Konkurrent. Auch in einer In-Lap das Auto nicht schrotten. Keine Info ist auch eine Info. Da ist ein Ferrari schon gefahren, okay. Ein Red Bull auch. Ich glaube, Daniel ist auch schon gefahren, war die Runde war nicht gut. Klar durch Verkehr. Oh, hinter uns steht gerade unser Teamkollege Valtteri Bottas. Also die 1:15:014. Eine 14er-Zeit sollte eigentlich drin sein. Was bin ich denn mit dem Toro Rosso hier gefahren? Im Megacorp auch eine 14er-Zeit, ne? 14,1, da bin ich ja weit weg von. Hemmt das so extrem, dass ich 19. langsamer bin oder liegt der Toro Rosso einfach deutlich besser als der Williams? Momentan weiß ich es noch nicht. Bei 15 nur, ich bin der 14er Zeit gefahren, das weiß ich. Keine 15. Mit 14 sind wir gefahren, ja. Okay, Bottas knappe 13. schneller Schlusssektor gehört mir. Ich verliere die Zeit im ersten. Ja, ich verliere die Zeit im ersten. Wehrlein auf der 7. Ach du Scheiße, ne. Okay, Rosberg noch ohne Zeit. Reicht die Zeit? Eigentlich muss die reichen, die 15-0. Rosberg mit Supersoft, dann sind wir nur noch auf der 10. Sainz vor mir. Grosjean muss in Q2 alles geben schon. Ja. Bottas auf der 4, 14-5 am Ende. 14,2, 14,1 ist eigentlich drin mit dem Wagen, wenn ich in der TV-Kamera fahren würde. Ausgeschieden Wehrlein, Guterres, Magnussen, Palmer, Nasa und Markus Eriksson. 14. Boah, das fällt echt eng zusammen. Q1 überstanden. Q2 liegt an. Ich nehme mal 1 Kilogramm mehr mit. An Benzin. Alles fertig. Und fahr direkt raus. Ja, man möchte eigentlich auch nicht zu viel riskieren. Wenn man genau weiß, wenn das Auto Schrott ist, ist das Auto Schrott. Eigentlich kann man riskieren ab Q3, weil da spielt es keine Rolle mehr. Ab da spielt es keine Rolle mehr. Ob du, ja, wo du nur noch von 1 oder von 10 kannst, das spielt doch eine große Rolle. Aber ich sag mal so, Q3, wenn du dann eine Runde hast, die einigermaßen in Ordnung ist und dann vielleicht ein bisschen mehr pusht, dann spielt es nicht mehr so die große Rolle. Der erste Sektor ist mein Knackpunkt. Der Schlusssektor absolut gar nicht. Erster Sektor, es ist diese erste Kurve. Es ist diese erste Kurve, die mir hier, ja, einen Strich durch die Rechnung macht. Und zwar wirklich einen Strich durch die Rechnung macht. Auto nicht schrotten. Nicht in der Outlap. In der Outlap muss man das noch weniger machen. Ihr seht schon, ich fahre hier das Auto schon so ein bisschen am Limit. Bei den Reifen, das brauchen wir eh nicht. Wenn es anfängt zu regnen im Rennen, brauchen wir den Reifen das eh nicht. Okay, hier kann ich noch später bremsen. Da ist auch noch Luft nach oben. Tabak. Tabak finde ich so gemein. Auch hier das Schwimmbad. Gut, die muss ich gleich mal versuchen, mit Vollgas zu nehmen. Auch hier habe ich auch vorhin was liegen lassen. Los geht's. Aufs Spiel nicht abgekürzt, ich bin auch fett geblieben.
Wer ist da vorne so langsam? Die Kurve war jetzt schlecht gefahren, die auch. Ja. Boah, das Auto will ausbrechen. Eigentlich muss ich die Runde abbrechen. Das ist auch ein Mann oder auch. Ich muss die Runde abbrechen. Oh Gott, ein Mercedes kommt von hinten. Auch nicht gerade das, was man sich wünscht. Oh, ja, zu spät gebremst. Bremspunkt immer noch so ein kleines Problem. Fällt mir alles gerade nicht. Rosberg nur der 14.9. Schock! Dein Hintermann ist schneller als du. Lass ihn vorbei oder leg einen Zahn zu. Wir sind auf P3 zurückgefallen. Ich will eigentlich einen Zahn zulegen. Aber aktuell gelingt mir das nicht. Okay, wie stark ist denn das Auto dort auf der Bremse? Und wie schwach ist das Auto hier auf der Bremse? Ja, wir haben so zwei Gegensätze, die sich eigentlich gar nicht mögen. Die fahre ich normalerweise deutlich enger. Und die fahre ich eigentlich deutlich schneller. Da sehe ich den Scheitelpunkt. Ich sehe da den Scheitelpunkt. Das ist ein ganz großer Kritikpunkt. Zeit, letzte Runde. Okay, die Zeit der letzten Runde war 1:15,0. Die war scheiße. Komm, die 14er Zeit will ich schon knacken. Aber die muss drin sein. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Jetzt habe ich gleich wirklich den Mahnhof vor mir, oder was? Ja, das war jetzt mal besser durchfahren. Auch besser. Zeit letzte Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 14,7. Ich glaube, das Teamkollege. Valtteri gerade auf P7. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:14,6. Okay. Der ist stark. Der ist echt stark. Fahrer hinter mir. Button liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit. 15:0. Okay. Das Konkurrent fällt momentan auf. Man merkt halt in dem Spiel auch die Unterschiede, ob man ein Auto hat, was guten Abtrieb hat, was einfach in Monaco gut zurechtkommt oder nicht. Das spürst du. Also hier tue ich mich mit dem Toro Rosso zum Beispiel deutlich leichter als mit dem Williams. Na gut, die Reifen haben jetzt was runter. Aber die Runde war besser. Schön. Aber ich bereite mich eh schon auf Kanada und die nachfolgenden Rennen vor. Spanien und Monaco sind aber so zwei Rennen. Kann ich gerne drauf verzichten. Also, das lief besser. Oder es lief schon mal besser. Ja. So viel kann ich sagen.
Also in dem Bezug, es lief mal besser als in Q1. Bottas kommt gerade rein. Der kein schlechter Fahrer ist, um Gottes Willen. Ich bin momentan nur auf P9. Boah. Das tut weh. Mal schauen wir noch, ob noch irgendein Top-Fahrer hinter uns ist. Weil das wird jetzt dann entscheidend sein. Perez Kwiat noch auf ihrer Schnellen. Okay. 15-0. Wo ist Alonso? Auf der 6. Okay. Eigentlich muss ich es riskieren, dass Sainz die Zeit nicht schafft. Ja, der dürfte die Zeit auch nicht schaffen, die ich gefahren bin. Also sollte Q3 sein. Auch wenn es dann ganz, ganz, ganz knapp ist. Ja, und zwar wirklich ganz, ganz knapp. 13-7 von den beiden Red Bulls, die hier in meinen Augen auch... Ah, ne. Doch, 13-7 und 13-8 von den beiden. Von denen kann man es auch erwarten. 14-7, vielleicht bis Raikön ist was drin, sonst schwierig. Button im McLaren ausgeschieden, für mich eine Überraschung. Hülkenberg, Perez, Grosjean auf der 14, Arrigante, Schkacker 15 und Kwiat auf der 16. Gut, wir haben jetzt natürlich, jetzt kann ich den Reifen, das kann ich verbrennen. Das ist das Schöne da dran. Den kann ich jetzt verbrennen. Jetzt ist die Frage, wie viel Risiko? Mut zum Risiko, das braucht man. Gut, 13-7 fahre ich nicht. Das weiß ich jetzt schon. Also Platz 5, Platz 6 wäre schon super. Boah, das fährt auch direkt raus. Gut, wir könnten zwei Wands fahren. Wo das Auto gleich in die Wand setzt und gar keinen Wand fahren, weil der so, ja, beschissen übergeben hat. Ich sag's, wie es ist. Oh, natürlich ist er wieder so eingeschränkt, dass wir auch auf Fett rausfahren. Oh, das ist Schwachsinn. Also, weil das nicht selber in der Boxengasse einstellen kann, finde ich scheiße. Oh, warum ist eigentlich die erste und immer so kompliziert bei Monaco? Wie gesagt, den Reifen könnte ich auch zerstören. Den haben wir nicht mehr. Im weiteren Rennverlauf. Boah, das lässt ein bisschen Abstand. Es sind immer so diese kleinen Schockmomente. Da rast mal kurz mein Herz. Weil ich denke, boah, gleich ist Moment, bin ich tot. Ja gut, ist ein bisschen übertrieben tot, aber ja, das ist Autoschrott. Also da habe ich Respekt vor, auch in echt. Diese Schockmomente, die mag ich gar nicht. Erste Kurve in Ordnung. Auch nicht sauber durchfahren. Am Limit. Schlecht war die. Die rechts. Jetzt in 6. Jetzt kann man Risiko fahren. Also vor mir. Du bist auf P4 gefallen. Wow. Hier schon 2 Zehntel im Rückstand.
Auto instabil. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Angeblich nicht abgekürzt vom Spiel. Damit wäre ich noch zufrieden. Okay, das Auto hat jetzt nicht mehr das gemacht, was es sollte zum Schluss. Komm, noch eine. In Monaco geht das. Limit, komplett am Limit, übers Limit eigentlich. Eine Zehntel. Ich glaube, wie das Heck da ganz kurz wird. Schneller. Wenn du gerade keine schnelle Runde fährst, lass das Auto hinter dir vorbei. Er ist viel schneller als du. Ja, Chef. Viele Runden drehen eigentlich hier. Ne, das war's. Komm, lass mir das gut sein. Der TTW ist gar keiner. Null. Okay. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde. Okay. 1,14,4. Ich glaube, das Teamkollege. Batterie ist derzeit auf P9. Ihre beste Rundenzeit. Okay. 14,5. Fahrer hinter mir. Also hinter dir. Ihre yes. Beste Rundenzeit beträgt. Oh, okay, ist ja gar nichts. Ich glaube, das Konkurrent. Sebastian ist jetzt auf P5. Schade. Oh, what? Okay, das war's. P6 ist das Maximum, was ich schaffe hier im Trockenen. Der Wagen ist hier nicht drauf abgeschirmt. Das merkst du sowas von. Und zwar wirklich sowas von. Der ist rutschig in den Kurven. Das ist. Dem fehlt es am Abtrieb. Ich glaube, dem Fuß in der Fitz noch mehr am Abtrieb, oder? Gerade in diesen langsamen Kurven, da fühle ich mich mit dem Williams echt nicht wohl. Aber wir hätten momentan Bottas geschlagen. Ja, nach momentanem Stand der Dinge wären wir vor Bottas. Alter, wie eng sind wir denn da zusammen von Position 6 bis Position 10? Eine Zehntel? Nicht mal? Da wollen wir mal schauen. Oh, ich bin genauso schnell wie Alonso gefahren. Woran das wohl liegen mag? Also der Schlusssektor gehört klar mir. Klar mir. Ich verdiene die ganze Zeit in diesem verpissten ersten Sektor. Ja, eine Zehntel. Boah. Vettel überall besser. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,14. Ja, ich riskiere das jetzt mit dem Vorskrippen. Dass mich die noch bekommen. Aber für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Hamilton, Rosberg und Max Verstappen. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ziel erfüllt, Teamkollege geschlagen. Mehr wollte ich gar nicht. Hamilton und Rosberg auf 1 und 2. Dann erst die beiden Red Bulls mit Verstappen und Ricciardo. Und dann beide Ferrari, Vettel und Raikkonen. Und dann wir auf eine 7. Mal gucken, wie mir das Intermediates-Wetter am Anfang entgegenkommt. Alonso auf der 8, Bottas auf der 9 mit der knappen Zehntel geschlagen.
Und Sainz komplettiert die Top 10. Okay, das war das Qualifying. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ja, also gerade so. Eine Position höher, okay, von mir aus. Gib mir nur die Ressourcenpunkte für den Motor. Dankeschön. Rivalen hat er eh gewonnen. Er ist eh durch. Straffrei. Schneller Sektor. Da kriege ich als Minuspunkte. Aber ich sack ja insgesamt einen Pluspunkt ein. Von daher spielt das keine Rolle. Ziel erfüllt. Teamkollege geschlagen. Realität ist fehlgeschlagen. Aber das juckt mich nicht. Das Rennziel. Nein, wir machen vorher den Motor. Nein, wir machen vorher den Motor. Ja, bitte. Den brauchen wir dann für das, für Kanada-Wochenende. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Platz 7 oder besser und Bottas schlagen. Okay, das wird nicht so einfach werden, wie man sich das jetzt vorstellt. Ich glaube, es regnet auch ganz leicht. Man sieht schlecht. Aber mit dem Update? Ja, fast auf Ferrari-Niveau. Der Motor bringt noch am meisten bei dem Williams. Okay, wundert mich. Gut, danach habe ich gesagt, Abtriebsstufe 2 ist dann ab Baku dann. Also in Baku dann. Also Kanada, ja, die Punkte kriege ich nicht zusammen. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Formel 1 2016 bei der Profikarriere.